Als erstes montierst du die Rollen mit den beiliegenden Schrauben auf der Türe. Dann befestigst du den Aushängeschutz oben auf der Schiebetüre. Nachdem du als nächstes die Montagehöhe der Schiene an der Wand markiert hast, kannst du nun die Bohrlöcher für die Schiene markieren und die Dübel in die Wand setzen. Die Schiene wird nun mit den gelieferten Abstandshaltern und Schrauben an der Wand befestigt. Bevor die Türe eingehangen wird, verschiebst du den montierten Aushängeschutz so, dass du deine Türe einhängen kannst. Jetzt markierst du dir am Boden die Position der Bodenführung. Schließe deine Türe dann so weit, dass die Tür nicht über der Bodenführung steht und montiere diese. Jetzt kannst du deine Türe wieder aufschieben, so dass sie in der Bodenführung geführt ist. Als letzten Schritt montierst du die Türstopper.